Die mutmaßliche Abhörstation der US-Geheimdienste thront immer noch auf dem Dach der amerikanischen Botschaft in Berlin. Das deutsche Regierungsviertel nur einen Steinwurf entfernt, perfekte Ausspähbedingungen. Und wie es aussieht, wollen sich die Amerikaner das Spionieren unter Freunden auch in Zukunft nicht verbieten lassen. Das Überwachungsprogramm der NSA sei unverzichtbar, stellt die Expertengruppe zur Reform der Geheimdienste bei einer Anhörung in Washington überraschend klar. Zwar habe es bisher nicht geholfen, Terroranschläge zu verhindern, man müsse dennoch vorbereitet sein. Das Programm muss nur einmal erfolgreich sein, um sich als unschätzbar für die Terrorabwehr zu erweisen. Und es hat das Potenzial, einen verheerenden Anschlag auf die Vereinigten Staaten zu verhindern. Die deutschen Politiker sind vor allem irritiert, weil sich die Amerikaner wohl nicht einmal das Abhören von Regierungsmitgliedern oder gar der Kanzlerin verbieten lassen wollen. Die Koalition pocht deshalb darauf, dass das sogenannte No-Spy-Abkommen doch noch zustande kommt. Wir sind in einem gemeinsamen Bündnis und verteidigen gemeinsame Werte wie Freiheit, Demokratie und Recht. Und damit ist nicht vereinbar, dass man sich gegenseitig ausspäht. Die Linke, die größte Oppositionspartei in Deutschland, wirft der Regierung Duckmäusertum vor. Die Kanzlerin müsse den Amerikanern deutlicher die Stirn bieten und, wenn es nicht anders geht, Konsequenzen folgen lassen. Und dann erwarte ich, dass wir die Personen in der britischen und der US-amerikanischen Botschaft, die die Spionage betreiben, und man weiß, welche Personen das sind, zur Persona non grata erklären. Bislang hält sich die Kanzlerin in der NSA-Debatte auffällig bedeckt. Die Verhandlungen über ein Geheimdienstabkommen mit den USA gingen weiter, sagte sie gestern. Nicht mehr und nicht weniger.